Hallo und herzlich willkommen mal zur aktuellen Information. Ja, was ihr noch nicht gemerkt habt, es ist aber so, ich habe in 2013 noch nicht eine Minute gezockt. Das überbrücke ich damit, indem ich euch Videos hochlade, die ganze Zeit, die ich alle schon letztes Jahr durchgespielt habe, wie zum Beispiel Cannon Fodder 3. Ja, dann sind wir auch schon bei dem Punkt. Cannon Fodder 3. Cannon Fodder 3 ist fertig, schon seit letztem Jahr, so wie noch ein Star Wars Spiel, was ich noch nicht mal angefangen habe hochzuladen. Ja, die beiden Sachen werden auf jeden Fall in nächster Zeit, vor allem Cannon Fodder 3, werde ich jetzt erstmal versuchen, am Stück so viel wie möglich jeden Tag ein Part freizugeben, damit das erstmal weg ist von meiner Festplatte. Dann kommt dieses Star Wars Projekt, was ich auch schon abgeschlossen hatte letztes Jahr, das will ich dann auch mal schnell hochladen. Ja, woran liegt's? Ich habe erstens mal momentan gar nicht so richtig so einen Bock zu zocken und ja, das möchte ich euch dann nicht antun. Zweitens mal habe ich mir gerade ein Studio-Mikrofon bestellt und warte eigentlich darauf. Und ich habe ein neues Bildbearbeitungsprogramm, neues Videobearbeitungsprogramm, will mich da momentan eigentlich viel mehr einfuchsen, habe ein Greenscreen mir zugelegt und bin momentan eigentlich mehr an Video- und Bildbearbeitung als am Zocken. Also ich bin gar nicht am Zocken, den Rest bin ich mit Sport oder Arbeit beschäftigt. Aber dadurch, dass ich noch ein bisschen was auf der Festplatte habe, konnte ich euch relativ versorgen. Natürlich sind neuere Sachen dadurch ein bisschen auf der Strecke geblieben. Ja, kommen wir mal zum Stand, wie es aussieht mit den Let's Plays. Wie gesagt, Cannon Fodder 3 hatte ich letztes Jahr abgeschlossen und wird jetzt schätzungsweise 5 Parts die Woche sollen hochkommen. Das sind noch 15 Parts. Das heißt, innerhalb von 3 Wochen sollte das dann komplett oben sein. Dann kommt das Star Wars Projekt, was ich fertig habe. Zu Ghostbusters. Ja, wir waren schon lange nicht mehr total betrunken und haben weitergespielt. Ich weiß auch, dass das Spiel nicht mehr allzu lange ist. Also, wenn wir mal irgendwann wieder einen Kasten Bier holen und den dann auch leer haben schon, dann werden wir wahrscheinlich anfangen, das mal weiterzuspielen. Und dann könnt ihr euch weiter daran belustigen. Diablo 2. Wir sind beim Zocken im dritten Akt, momentan Anfang dritter Akt, also wirklich gerade den zweiten Akt beendet. Wir haben im dritten Akt noch nichts gemacht und am 17. Februar, wenn ich mich nicht irre, 17. Februar ist verabredet, dass wir vermutlich weiter aufnehmen. Dann hoffe ich, dass wir den dritten Akt, vielleicht auch den vierten Akt schaffen, dass wir das Projekt auch mal relativ zackig beendet bekommen. Der Adaification, der da mitmacht, der hat ja auch angekündigt, dass er nicht mehr Let's Playen wird aus privaten Gründen. Ja, ich kenne das auch. Ich habe auch oft die Problematik, dass ich eigentlich schon überlege aufzuhören, aber naja, wenn es nicht sein muss, dann versuche ich irgendwie eher die Videos auf Eis zu legen oder euch mit alten Sachen zu beerfreuen und versuche es zu vermeiden, obwohl ich auch schon millionenfach darüber nachgedacht habe, das mal sein zu lassen. Das ist ja eh eine brotlose Kunst. Na gut, ich will hier nicht rumheulen. Also Diablo 2, ich habe die Hoffnung, dass wir das mit noch 2 Aufnahmesessions abgeschlossen bekommen. Weiterhin wird's, aktuell ist der Stand weiterhin mittwochs und sonntags ein Part Diablo 2. Ja, Assassin's Creed 3. Ne, ich muss das erstmal neu installieren. Ich habe mir einen neuen Arbeitsspeicher bestellt, eine neue SSD bestellt, das System neu aufgelegt, damit, also ich habe jetzt nochmal 8 GB Arbeitsspeicher zugesteckt, damit das vielleicht nicht so ruckelt bei der Aufnahme. Ich bin jetzt dabei, erstmal wieder dahin zu spielen, wo wir waren. Damit ich weiter aufnehmen kann. Ich werde es auf jeden Fall aber weiterspielen und ich werde es fertig Let's Playen. Ich mag es ja nicht, wenn man irgendwas anfängt und nicht beendet. Apropos anfangen und nicht beenden. Es ist nun weit über ein Jahr her, dass ich Let's Play Legend auf Eis gelegt hatte und ich werde es definitiv, ist das eins der nächsten Spiele, was ich weiter zocken werde, da ich ja von da so das Safe Game bekommen habe und naja, ich will euch da auch nicht hängen lassen und das Let's Play wird definitiv beendet. Dann KKND2. Ja, ich habe Bock und total Bock mit den Mutanten endlich mal weiterzuspielen, aber ich will erstmal irgendwie diese Cannon-Fodder-Parts und so weiter loswerden. Und bevor Cannon-Fodder 3 nicht komplett oben ist, gibt es keine neuen Parts von KKND2. Sorry, aber ich will nicht dann wieder anfangen, dass wir in 7 Tagen die Woche 7 verschiedene Spiele gleichzeitig hochladen.
Das hat schon mal, na, hab da mir schon mal einen Tritt in den Arsch gegeben. Das mache ich nicht nochmal. Sind wir bei Sachen, die ich nicht machen werde? Dead Space 3. Ich werde Dead Space 3 mir definitiv zulegen. Ich freue mich wirklich wie Sau auf das Spiel und werde es auch zocken, aber ich werde es nicht Let's Playen, weil mir aufgefallen ist, dass die aktuellen Spiele bei euch wirklich gar nicht gut ankommen. Ich sehe es bei Cannon Fodder 3 total miese Aufrufzahlen, Assassin's Creed 3 total miese Aufrufzahlen und auch Diablo 3 waren relativ schlechte Aufrufzahlen. Deswegen habe ich mich entschieden, ich werde weiter wieder Richtung Retro gehen und vielleicht wird es doch eher fast Retro-only. Obwohl ich mir jetzt noch zwei schöne Spiele zugelegt hatte, die ich eigentlich Let's Playen wollte. Abbox unter anderem, das ist ein Echtzeitstrategiespiel. Schöner Außenseiter, macht irre Spaß. Und Raw, Realms of Ancient Wars, ein Hack and Slay. Die wollte ich eigentlich beide Let's Playen, aber das lege ich mal auf Eis, weil ich mir andere Sachen vorgenommen habe. Da habe ich mir zwei gro sehr, sehr große Projekte, also wirklich Riesenprojekte noch vorgenommen und zwei Mini-Projekte. Aber damit fange ich erst an, wenn ich alles, was ich jetzt angefangen habe, fertig habe. Danach kommt dann erstmal Phantasy Star Generations. Das war schon lange versprochen und das folgt definitiv als allererstes. Und das wird dann erstmal ein Let's Play Only. Da wird nichts zwischen anders hochgeladen. Und dann habe ich vier Projekte, wie gesagt, zwei Mini-Projekte und zwei Riesenprojekte, die ich dann so gleichzeitig wieder fahren werde. Vielleicht auch nur zwei, drei gleichzeitig, werde ich sehen. Ja, was gibt's noch zu sagen? Ja, Rückblicke. Da muss ich sagen, da liegen überall so 75 bis 80% fertige auf der Festplatte rum, wo einfach nur ein paar Schnitte noch gemacht werden müssten, wo ich einfach dadurch, dass ich das Videoschnittprogramm umgestellt habe und mit dem neuen noch nicht so klarkomme, ich die Videos nicht fertig machen kann. Ein Beispiel dafür ist, ich habe einen Rückblick zu Wings of Fury fertig gemacht, aber ja, mir fehlen da so ein paar kleine Sachen, die ich gerne noch hätte. Damit es fertig ist. Audiomäßig und so weiter ist es alles fertig. Und ja, dann sind wir auch bei den Master-System-Dingern. Also ich ziehe das durch. Ich werde auf jeden Fall jedes Master-System-Spiel reviewen. Aber ich möchte das nicht mit dem alten Mikrofon, was ihr jetzt immer noch hört. Das neue ist nämlich noch nicht angekommen. Doof. Mit dem alten Mikrofon will ich das nicht mehr machen. Ich habe mir nämlich jetzt ein Studio-Mikrofon zugelegt mit Preamp und Popschutz und so weiter. Es muss nur ankommen. Ja, für die, die es mehr interessiert, das ist ein Rode NT1A. Und was ich jetzt habe, war ein Sennheiser E935, 835. Weiß ich jetzt nicht. Auf jeden Fall habe ich jetzt ein Mikrofon mit Nierencharakteristik, was mehr geeignet ist für Live-Auftritte. Während ich mir jetzt ein Studio-Mikrofon zulege, was mehr für Studioaufnahmen geeignet ist. Ein Großmembran-Mikrofon. Ja. Genug darüber. Ich werde auf jeden Fall, wie gesagt, an die Master-System-Dinger, das ziehe ich durch. Ich muss mich bloß irgendwie in dieses doofe Videoprogramm einarbeiten. Und das möchte ich auch, weil das viel mehr Möglichkeiten bietet, die ich auch nutzen möchte für meine Rückblicke. Also freut euch drauf, sobald das klappt, könnten wir da vielleicht ein bisschen mehr umsetzen und ein bisschen mehr Spaß haben bei der Sache. Ja, ansonsten, wie gesagt, Sport hat bei mir absolut Vorrang im Moment. Also eigentlich generell ist Sport eher mein Hobby als Zocken. Und deshalb wird Zocken immer ein bisschen hinterherhängen. Also ärgert euch nicht. Ich werde versuchen, immer so weit vorzuspielen, dass ich mir mal zwischendurch ein Wochenende einmal wirklich so 6 Stunden ans Bein binde, dass ich genug Parts habe, um euch eine Weile zu beschäftigen. Seid also mal nicht sauer, falls es mal irgendwann so weit kommt, dass es mal wieder so wie damals endet, wo halt mal nur ein Part pro Woche kommt oder so. Aber ich verdiene hiermit kein Brot. Die Aufrufe sind sowieso nicht so der Hammer. Und ja, ich habe auch halt noch andere Hobbys. Ja, ich wüsste gerne, was ihr darüber denkt und so weiter, was ihr davon haltet, von dem ganzen System, wie es hier weiterläuft.
Und dann sehen wir uns hoffentlich im nächsten Let's Play, im nächsten Infovideo, im nächsten Review oder was auch immer mir für einen Bock Mist einfällt, auf was ich als nächstes Lust habe. Bis zum nächsten Mal, euer Nobby.